Ah! Welcher Idiot hat die Aufnahme gestartet? Kann man nicht mal in Ruhe ein Bier trinken oder was? Naja, wenn ihr dann schon mal da seid, Leute, habe die Ehre, Gamer Engineers. Willkommen beim nächsten Part von Galaxy 2. Auch wenn das heute ein bisschen früh ist. Uploadplan? Regie? Leute, wer von euch hat meinen Uploadplan um eine halbe Stunde zurückversetzt? Aha, Martin? Wir sprechen uns noch. Ich scheiß da früh Haustier. Game over! Damit ist der Ärger mal auch wieder beseitigt. So. Und wir werden uns der Puzzle Park Galaxie annehmen. Ja. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei Galaxy 1 und 2, dass wenn man genügend Sterne hat, kann man in Galaxy 1 eigentlich einen Großteil der Welten überspringen. Sprich, man könnte auch direkt immer wieder pro Welt zum Boss. Das geht vor allem in den oberen Welten ab 4. Yes. Interessanterweise ist das in Galaxy 2 nicht so. In Galaxy 2 musst du bestimmte... wie soll ich es nennen? In Galaxy 2 musst du bestimmte Sterne auf jeden Fall gemacht haben. Sonst geht das nicht. Dass man überhaupt weiterkommt. Und das finde ich ehrlich gesagt auf der einen Seite ein bisschen arschig. Also vom System her mag ich das eigentlich nicht. Aber so wie es umgesetzt ist, ist das eine Menge, bei der man durchweg sagen kann, das ist okay. Also es ist nicht übertrieben viel. Es ist jetzt auch nicht zu wenig oder irgendwie sowas. Also es ist genau richtig von der Menge her, wie viel man machen muss. Weil es reicht eigentlich ein Stern pro Welt. Es sind 5 Welten zwischen dir und dem Boss. Meistens. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Das ist schon nicht so schlecht. Oh. Oh, schade. Aber ich bin aus dem Rhythmus gekommen. Aber es ist auch natürlich vollkommen mein Vergehen. So. Und ihr meint jetzt, dass ich mir da die Arbeit mache, ha? Ich sehe doch, dass die Kometenmünze da vorne ist. Tschüss. Hoppa. So, man kann hier im Übrigen nach einer, also bei gewissen Abschnitten halt, einfach so stehen bleiben, das macht nichts. Hier empfehle ich euch, ein bisschen mehr zu rushen. Und das hier war die zielgerichtete Stampfattacke. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Es war auf jeden Fall mal Betrug. Wenn ihr das hören wollt. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil eigentlich hätte ich mich zurückbewegen dürfen. Okay. Ja. Weiß schon warum. Geometrische Formen. Der Kreis wird natürlich ausgeschnitten. Der ist hinten natürlich nicht mehr vorhanden. Eh klar. Leck mich, Spiel. Das kann ich auch. Your fraud is nothing compared to my skill. Also, wie gesagt, ich finde, dass sich hier Rushen am meisten lohnt. Aber das muss jeder selber wissen, wie er das hier regelt. So, die Versager hier, die brauche ich nicht unbedingt extra. Jetzt habt ihr auch mal euren Spaß gehabt. Ja, direkt im vierten Part. Es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell wir sind.
Denn eigentlich, war ich in meinem ursprünglichen Let's Play viel, viel langsamer. Und jetzt kommt eine Szene, die finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen kacke. Denn hier wird ein Boss recycelt. Das ist nämlich aus der Honigbienengalaxie der zweite Stern und der ist halt einfach 1:1 hier rein kopiert. Ich meine, okay, es ist an und für sich ein Zwischenboss, also ist die Sache hier nicht so schlimm. Aber trotzdem ist es halt scheiße. Was natürlich mildernde Umstände sind, ist, dass sie in Galaxy 2 generell im Boss-Design und Co. sehr, sehr viele neue Ideen hatten. Und jetzt haben wir tatsächlich mal die Qual der Wahl. Hey Alter, während du unterwegs bist, hat sich die Galaxiekarte gehen. Dann zieh dir das mal rein. Hast du diesen Tod gesehen? Er babbelt die ganze Zeit was von Post und Brief und sowas. Boah. Ja, vielleicht ist endlich mal, Moment. Ja, komm. Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich werde jetzt Briefträger. Ich arbeite für die DHL. Naja, super. Die bezahlt scheiße genauso wie ich arbeite. Also perfekte. Ja, okay. Beim Brieflagen. Schnüffel, Schnüffel. Selbst die Gefahrenschaft ist eine Eule wirklich gut drauf. Mann, die kannst du echt heiraten. Ja, okay. Zur Information, was macht der Typ hier? Ich habe mich auf den spezialisiert, für andere funkelnde Sternenteile aufzubewahren. Los, komm, gib her, dein Scheiß. Du verlierst dich nicht, wenn du komplett auch drauf gehst. Dein Lagerstand beträgt zurzeit. Hä? Ach, kann ich mir da welche ausleihen von anderen Spielständen, oder was? Das sind ganz schön viele Sternenteile. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Okay. Also eigentlich ist dieser Tod nicht so gut bestückt am Anfang. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Weltenkarte. Dank der Kraft der großen Powersterne ist unser Top-Name endlich mal fähig, dass er uns in andere Galaxien navigiert. Aber wir haben ein Problem. Weiter geht's immer noch nicht. Die Scheißkartenmaterialien müssen per DLC abgedatet werden. Okay. Hier gibt's noch einen Stern. Wo habe ich den vergessen? Ich weiß, dass es ihn hier gibt. Die Frage, wo ist er? Ah, ja. Ich weiß es schon. Der ist, glaube ich, dort, wo ich beschissen habe. Ich glaube zumindest, dass er dort ist, wo ich betrogen habe. Ist auch ziemlich wurscht. Okay. Damit werden die Leben, die ich in dieser Galaxie wieder liegen gelassen habe, definitiv getilgt. Ja. Ah, ja, hier ist der Münzenluma, verstehe. Ja, super.
Münzen habe ich genau gar keine. Ich hoffe, der will nicht mehr wie 10. Okay, hey, mein Freund, wie viele willst du? Ja, ich bin so ungegeben. Was? Wie soll ich denn am Anfang des Levels so viele Münzen haben? Sehe ich aus wie Jeff Bezos oder was? So, gib mir mal Ruhe. Okay, die sind definitiv. Die sind definitiv hier irre. So viel kann doch niemand ernsthaft hier schon haben. Ja, okay. Keine Ahnung, was hier drin ist, Leute. Oh. Also das heißt. Scheiße. Oh nee. Sag mir bitte, dass hier irgendwo 4 Münzen rumklingen. Nein! Ich kann das Level nochmal starten. Ja, wer weiß denn das? Das ist komplett irre. Ich meine, ihr seht ja, was ich hier Münzen habe. Das sieht man ja. Okay, es ist nicht unbedingt schwierig, aber trotzdem. Also für einen Newcomer. Okay. Ich würde mir gerne, wenn ich das Level beende, zählt es nicht als Tod. Egal, ich verliere ja auch kein Leben oder dadurch. Also. Aber trotzdem, Alter, das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Weil das verbraucht so viel Zeit. Und außerdem ist es der nächste recycelte Boss. Das war auch ein bisschen verschwendet. So, und damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich hier mal eine Challenge. Und das hier ist der Riesenmistgeber. Das ist der, natürlich. Das ist der Boss aus der Bienenwelt. Und ich werde jetzt tatsächlich mal versuchen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich will versuchen. Dass ich den ohne Wolke kille, aber ich glaube, das ist zu hart. Ich muss mir nicht alles schwieriger machen. Gut, damit kommen wir zur heutigen Real-Life-Story. Ist noch nicht lange her. Ich war mal nach langer Zeit mal wieder einkaufen und die hatten halt ungelogen nichts von dem, was ich gebraucht hatte. Dafür sehe ich dort. Na, wie soll ich es nennen? All in dieser Billigkram-Werkzeugabteilung. Ich gehe meistens zu Discountern, weil das einfach auf dem Weg liegt und nicht zu faul bin, irgendwo anders hinzufahren, inklusive dessen, dass mir der Diesel dafür zu schade ist. Ich fahre ja sowieso jeden Tag hin und her. Ganz einfach, weil ich keinen Bock habe, auf einem harten Bett zu übernachten. Einziger Nachteil am Bundesheer, du hast die harten Betten. Vorteil am Bundesheer, du kriegst gratis Fressen. Es ist relativ angenehm. Aber ja, egal. Gut, was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Nee, die untere Welt ist geiler. Die untere Welt ist einfach geiler.
Soweit ich weiß, gibt es hier schon wieder einen Gormetlummer. Raketenraser dank Turbopfeffer. Ja, besonders schwierig ist auch die Welt nicht. Sie hat nur ein paar lästige Eigenschaften. Boing. Und es ist außerdem wieder eine Welt mit Yoshi. Ja. Und ich war halt in dieser Werkzeugabteilung, um die Real Life Story mal zu Ende zu bringen. Und hab dort eine Feilenset mitgenommen. Jetzt nicht für mich, sondern einen Kollegen, der gerade zufällig eine Feile gebraucht hat. Keine Nagelfeile oder irgendwas, sondern eine Werkfeile. Für Holz. Gut, gesagt, getan, ich habe das Ding mitgenommen. Okay, das war Fail. Aber es ist witzig, dass man hier auch stehen kann. Und das ist der Raketen-Yoshi im Übrigen. Und ja, man schafft das wirklich in einem Zug dadurch. So, und jetzt kommt das, was häufig als Betrug angesehen wird, denn man kann das hier einfach umspringen. Ja. Im Übrigen hat auch ein etwas längerer Abonnent mal per PN gefragt, ob es denn ein Replay von The Legend of Zelda Ocarina of Time gibt, weil das ist ja auch ein Let's Play, das habe ich nie abgeschlossen. Und mein Freund, du kannst dir sicher sein, ja, das wird es. Ah. Was ist? Als ob da eines von den Arschlöchern noch lebt. Sowas. Naja, egal. Man muss nicht immer gewinnen. Und das hier ist tatsächlich in der Welt, die ist auch ein bisschen schwieriger. Okay. Naja, zurück zum Thema. Das Feilenset, das ich gekauft habe, war an und für sich gar nicht mal schlecht. Nur hat es ungefähr so einen Tag gehalten. Und zwar, warum? Oh, nee. Wie viel willst du diesmal? Oh, das haben wir sogar. Naja, okay, gut. Das können wir ihn gleich füttern. Aber sicher. Gut. Ah, da, da, da. Ja. Das Ding hat ungefähr einen Tag gehalten, aber nicht, weil wir falsch damit umgegangen sind, sondern weil wir das Ding aufgehangen haben. Also hinten gibt es ja meistens so eine Einbuchtung, dass du das Ding aufhängen kannst. An einer Werkzeugwand oder was weiß ich was. Wir haben das Ding aufgehangen. Also aufgehängt. Und ratet mal, was passiert ist. Diese Gummieinbuchtung, das ist nämlich nur reingesteckt, dass man das nämlich austauschen kann gegen größere Aussparungen. Und die gesamte Feile ist nach unten gefallen und zerbrochen. Und glaubt es mir, ihr seid euch in eurem Leben noch nie so verarscht vorgekommen wie in dem Moment. Das ist der andere. Ja. Gut. Hat sie natürlich auch erledigt, ne? Jetzt ist das gesamte Feilenset auf einmal runtergekracht. Ich weiß nicht, warum alle auf einmal. Aber ich muss ehrlich sagen, Props an die Leute, die bei dem Markt arbeiten, Filialleiter bestellt, hingegangen, den Typen bestellt, ihm das erzählt, ihm das gezeigt. Anstandslos haben die das ausgetauscht. Beziehungsweise wir haben unser Geld zurückbekommen. Nochmal, beziehungsweise wir haben einen Gutschein dafür bekommen. Ja, wir haben Alkohol dafür gekauft. Weißwein, um genau zu sein. Was kommt jetzt? Ah, der Wanderaffe. Boah, das wird ein geiler nächster Part, Freunde. Es gibt ein neues Spiel, in dem ich mich mit dir messen will. Triff mich. Ah, okay. Ja. Leute, das machen wir
aber erst im nächsten Part. Ciao!